Guten Abend bei 20.1. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder viel zu besprechen, denn sogenannte Verschwörungstheorien werden ja aktuell reihenweise zu offiziellen Geschichten und plötzlich siehe da Fakten. Wir hatten DiviGate in Sachen Corona, also die berühmte Bettenlüge von der angeblichen Knappheit, die in sich zusammenfiel. Wir hatten die Laborhypothese des Viruses aus Wuhan, die als große Verschwörungstheorie erst abgetan wurde und nun mittlerweile bei vielen Sicherheitsdiensten ganz oben auf der Erklärungsliste steht. Ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas und der diktatorischen Führung auf die Anti-Corona-Politik Deutschlands und der westlichen Länder. Der amerikanische Autor und Rechtsanwalt Michael Sänger sagt, die Welt bekämpft ein Virus aus China mit Politik aus China, um die Welt immer mehr wie China zu machen. Wir sind heute hier, um darüber zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und das mit euch, hoffe ich. Geht auf unsere Seite 20.1.live/chat, stellt uns eure Fragen, gebt uns eure Kommentare und wo immer es geht, werden wir sie einbeziehen. Wenn ihr dabei seid, bei 20.1.live/spende könnt ihr uns eine Spende zukommen lassen, denn selbstverständlich bekommen wir keine Gebühren, keine Förderung und leben allein von dem Geld, was ihr uns zukommen lässt. Ich sage herzlichen Dank an all die, die das in den letzten Wochen getan haben. Nur durch euch machen wir hier weiter. Genug der Bettelei und der Vorrede. Mein heutiger Gast hat sich in den letzten Monaten einen Namen als Investigativjournalistin gemacht. Sie ist diplomierte Anthropologin, beziehungsweise studierte Anthropologin und wie du selbst sagst, Journalistin aus Notwehr geworden in den letzten Monaten. Ganz herzlich willkommen, Aya Velasquez. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Aya, ich freue mich. Du hast Aufsehen erregt mit mehreren Artikeln in letzter Zeit. Zwei waren es vor allem. Ein großes Textstück und zuletzt eine, sagen wir mal, multimediale Geschichte, die du veröffentlicht hast. Es geht in beiden Fällen um den wesentlichen Einfluss Chinas auch auf unsere Politik in der Corona-Zeit. Kannst du vielleicht für den völlig uninformierten Zuschauer, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es nicht gelesen hat, kurz zusammenfassen, worin es in deinem ersten Stück, diesem China und der Great Reset, im Wesentlichen ging? Ja, sehr gut, dass du gerade schon mal auf den Sänger angesprochen hattest. Das ist nämlich tatsächlich auch der Autor, auf den ich mich anfangs bezog. Als ich damals über seine China-Hypothese stolperte, war das für mich ein Aha-Erlebnis. Ich hatte aber damals den Eindruck, es ist nur ein Teil der Wahrheit, weil es mir jetzt fernliegen würde, das ganze komplexe Szenario, was wir erleben, jetzt irgendwie auf China zurückzuführen als einzigen Urheber. Ich halte das so reduziert sogar für eine Form von Gaslighting, wenn man es nur so stehen lässt und irgendwie sagt, China ist der große Potentat. Erläuter uns den Begriff Gaslighting bitte nochmal kurz. Gaslighting bedeutet im Prinzip, dass man eine Hypothese aufstellt, die ja sozusagen für sich steht und ganz, ganz viele Aspekte weglässt und damit auch eine Form von Täuschung darstellt, wenn man es irgendwie als eine Hypothese ins Feld führt und sagt, so ist es. Täuschung durch Vereinfachung und Ablenkung. Okay, Entschuldigung. Mhm. Das wollte ich damit nicht tun. Ich wollte es nur anreißen als... Gut, dass du den Sänger genannt hattest. Ich habe mich damals auf ihn bezogen und was ich dann getan habe, ist im Prinzip die Verbindung in den Westen zu schlagen, einfach zu sagen, das mag sein, dass China gerade in diesem Moment auch ein geostrategisches Spiel spielt. Finde ich auch eine sehr, sehr interessante Hypothese. Er hat das auch wunderbar belegt. Mhm. Ich habe das auch aufgenommen, seine Argumentation. Aber was ganz klar ist, ist, dass nichts hier passieren kann, ohne dass der Westen einverstanden ist. Deshalb sprach ich damals auch von dieser Interessenkonvergenz zwischen China und dem Westen. Und ganz interessant ist, dass man das ja auch an den Daten und den Chronologien ablesen kann. Also da, wo es endet und die globale Medienberichterstattung über Corona beginnt. Also das, was wir an deutscher Corona-Politik erleben, sagst du, ist eine Folge einer Interessensdeckung gerade zwischen der deutschen Regierung oder der deutschen Steuerung in der Politik und der chinesischen. Und du hast in diesem nicht nur der deutschen, sondern ich spreche hier eigentlich von neuen Machtzentren. Ganz genau benenne ich eigentlich Peking, Davos, Silicon Valley. Davos als Sitz der Weltwirtschaftskonferenz oder des WEF, des World Economic Forums, des oft zitierten. Und des Silicon Valleys als... Ja, als Sitz von Big Tech, als neuer Macht, die quasi auf keiner Landkarte verortet ist, aber die selbstverständlich so viel Gelder akkumuliert hat, dass sie inzwischen als Kartell wie ein Staat agieren kann. Sei so gut, das hast du in China und the Great Reset Lobby, ist der Originaltitel, oder auf Deutsch China und der große Reset, hast du es zusammengefasst. Das ist im Wesentlichen der Inhalt deines Textes dort gewesen. Er war ja noch etwas umfangreicher. Ja, genau. Also ich habe damals im Prinzip festgestellt, dass diese Krise momentan genutzt wird, um auf diesem Momentum der Krise eine Gesellschaftstransformation einzuführen. Und zwar gibt es eben
bestimmte neue Denkströmungen. Und ganz prominent ist da der sogenannte Transhumanismus, der eben auch in Davos, sage ich mal, sehr gepflegt und verehrt wird. Klaus Schwab ist eben prominenter Vertreter davon. Also der Transhumanismus ist im Prinzip die Verbesserung des Menschen mit technischen Mitteln. Das Human Enhancement, sagt man auch manchmal. Also die Steigerung der menschlichen Fähigkeiten. Da geht es ganz, ganz viel um niemals alt zu werden, kognitive Fähigkeiten zu erhöhen und im Prinzip so einen neuen Menschen zu schaffen. Ich spreche da auch ganz gerne manchmal vom Übermenschen. Es hat durchaus eine Anbindung an Nietzsche. Da klingeln gewisse Begriffe. Genau. Um da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Das sind alles jetzt Begriffe und Erklärungen, die nicht vorgestern auftauchten. Das sind nicht Dinge, die mit Corona und Covid plötzlich kamen, sondern sowohl diese Anleihen im sogenannten Transhumanismus. Ich glaube, es geht bis in die 30er zurück zu einem Herrn Huxley, nicht dem Autor, dem berühmten, sondern einem anderen. Einem Bruder sogar. Julian Huxley. Der war der Bruder des Autors, Fernando. Das heißt, wir reden hier von Denkschulen, wie du es nanntest, dem Transhumanismus beispielsweise, die sich schon lange ja in diesen World Economic Forum Papieren niederschlugen und die schon lange ja von solchen prominenten Figuren wie Schwab vor sich hergetragen wurden. Genau. Und 2020 kommt im Prinzip das Momentum, auf das diese Leute ganz, ganz lange gewartet haben, weil denen ja klar war, dass Gesellschaften ansonsten sehr, sehr träge sind. Die sind in ihrem Modus, die haben gewisse Gewohnheiten und die änderst du nicht über Nacht. Aber ein Schockereignis, sei es ein Krieg oder sei es eben eine Pandemie, die birgt dieses gewisse Potenzial. Da ist es disruptives Potenzial in der Luft und man kann ganz, ganz viele Dinge neu organisieren. Und die These, die ich aufgestellt habe, ist, dass es sozusagen diese Transformation einen eigentlichen Selbstzweck darstellt. Transformation wohin genau? Das ist die große Preisfrage. Also so richtig, also ich meine, es gibt Texte darüber. Es gab von Klaus Schwab das Buch Covid-19 and the Great Reset, wo er sich mal so ein bisschen prophetisch bemüht, in die Zukunft zu schauen und so seine Hypothesen darzulegen, wie sich die Gesellschaft möglicherweise verändern wird. Und die Gesellschaft, die er dort beschreibt, die ist doch deutlich steriler. Sie ist in seinen Augen humaner, wenn man es aber zu Ende denkt, totalitärer. Denn wovon spricht er? Er spricht eigentlich von der Ablösung des klassischen Shareholder-Kapitalismus, also dass quasi die Anteilseigner über den Fortgang einer Firma oder eines Landes oder was auch immer bestimmen. Also Privatpersonen. Genau, genau. Also das ist der klassische Aktienbesitz, Aktienmarkt, Devisenmarkt, hin zum Stakeholder-Kapitalismus. Das beschreibt er als einen Kapitalismus, in dem auf einmal mehr Interessenten im Umfeld eines Unternehmens was zu sagen haben. Also es gibt mehr sozusagen Stimmen, die auf Policies Einfluss nehmen können, Unternehmenspolicies oder eben das politische Gesamtbild. Das ist erstmal eine schöne Idee. Also der Gedanke zu sagen, jetzt dürfen auf einmal ganz, ganz viele Player an einen Tisch kommen und... Klingt nach Demokratisierung, ja? Natürlich, also jeder darf mitbestimmen. Natürlich, natürlich. So verkauft er es ja auch. Eine Verschmelzung von Macht allerdings und eine Verschmelzung von verschiedenen Institutionen, die danach als eine Interessensgemeinschaft agieren und sich über alle Aspekte abstimmen, ist allerdings keine irgendwie Happy-Hippie-Welt, sondern es ist Faschismus, wenn wir es zu Ende denken. Das ist jetzt ein sehr, sehr großes Wort. Das ist mir völlig klar. So, aber die Endkonsequenz, wenn man die Schwabsche Vision sozusagen zu Ende denkt, dann kommt man eigentlich an der Gleichschaltung aller Institutionen an. Wir kamen über China auf dieses Thema und sind jetzt sehr schnell nach Davos gekommen, sehr schnell zum World Economic Forum. Über dieses berühmte Buch, The Great Reset oder auf Deutsch Covid-19, ich glaube, der große Umbruch heißt das in der deutschen Übersetzung, sagen Kritiker, auch aus der sehr kritischen, aus der Davos-kritischen Ecke, es ist eigentlich das, was Davos schon viele, viele Jahre lang erzählt, jetzt eben dann gemünzt auf Covid-19. Oder so wie du es gerade gesagt hast, ist es mitnichten so, auch nach deiner Annahme, dass das nun von langer Hand geplant war, mit diesem Virus das zu tun, sondern man nutzt die Gelegenheit, die so ein Virus bietet jetzt, um die Pläne, die man hat, angepasst mit dieser Möglichkeit zu dieser sogenannten Transformation zu bringen. Verstehe ich dich recht? Genau, aber es ist eben so, dass also eine Transformation war von langer Hand geplant. Bezüglich der Pandemie möchte ich mich da nicht endgültig festlegen, inwieweit was geplant ist. Es gibt ja einfach seit 20 Jahren Pandemiekonferenzen und Szenarienpapiere aller Art. Und so minutiös, wie da auch die Ansprache an das Publikum geplant wurde, kann ich da sozusagen keine endgültigen Aussagen zu treffen, inwieweit da was geplant war oder ob man nur das Momentum der Krise genutzt hat. Da kommen auch tatsächlich täglich neue Informationen und das ist schwer, sich festzulegen. Wie ist nun die Rolle Chinas in dieser Situation? Du hast in deinem ersten Artikel, übrigens, den wir übrigens auch wichtig für alle Zuschauer da draußen, alle Quellen, die wir hier ansprechen, es sind viele, es ist kompliziert, bleibt bei uns, Aya schlägt uns da eine Bresche durch. Die Quellen haben wir alle
unten im Video bei YouTube angefügt. Das heißt, wenn ihr auf unserem Video, nachdem ihr natürlich einen Like gegeben habt und den Kanal abonniert habt, wenn ihr das ausklappt, seht ihr dort die ganzen Quellen zu unseren Papern hier, zu den Originalen und auch zu den Artikeln von Aya und den sozialen Kanälen, auf denen ihr folgen könnt. Das nur eingeschoben, weil sonst ist es viel auf einmal. Du hast im besagten Artikel dann nachgezeichnet, dass es vielfältige Verbindungen von diesem Davoser Forum und auch Klaus Schwab persönlich nach China gibt. Das war schon sehr interessant. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da alles im Verborgenen liegt? Also Klaus Schwab, muss man wissen, ist eine von 10 Personen, die von China auserwählt wurden als eine Art Sonderbotschafter. Also hat auch so eine Medaille bekommen von Xi Jinping. Einer von 10 Personen weltweit aus dem Westen, die im Prinzip so eine Art Botschafter oder eine Brücke nach China darstellen. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr große Ehre, die ihm da verliehen wurde von China aus. Schwab ist seit den 80er Jahren in China. Im Prinzip mit verschiedenen Universitäten pflegt er engste Kontakte. Also er sagt, er ist ganz, ganz eng im Forschungswesen seit den 80er Jahren und baut mit China ganz viel gemeinsam auf in puncto Forschung. Das dreht sich sehr, sehr viel um Technologie, um Überwachungstechnologien. Und nach allem, was ich erfahren habe nach meiner Recherche, stellt im Prinzip China und der chinesische Überwachungsstaat so eine Art Rollenmodell dar für den Westen, eine Art attraktives Modell, das sich sehr gut rechnen würde. Also du unterstellst, lass mich das nur kurz beschauen, dass ich es richtig verstanden habe, du unterstellst Klaus Schwab in seiner sehr technikaffinen Neigung, also in diesem als Anhänger dieses sogenannten Transhumanismus, der sich vorstellt, dass Menschen durch technische Erweiterung ihres Körpers, ihres Geistes zu anderen Fähigkeiten aufsteigen können. Du sagst, dass die Interessenskonvergenz, die Deckung der Interessen mit China darin besteht, eben Technik einzuführen, die den Menschen steuerbar macht, planbar macht, so ein technisches Durchdringen der menschlichen Gesellschaft. Das ist das Interessensdeckung zwischen Herrn Schwab und China. Nach deiner Wahrnehmung. Okay. Ja, also Herr Schwab spricht ja auch von einer Verschmelzung unserer biologischen, politischen, kulturellen Identität. Spricht er wörtlich von. Ganz genau, da spricht er ganz wortwörtlich von. Also es geht um den neuen Menschen und natürlich den neuen Menschen in einer neuen Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, wenn es nach Klaus Schwab ist, soll deutlich steriler sein. Sie soll deutlich durchtechnisierter und natürlich deutlich überwachter sein. Also im Prinzip kann man sagen, China ist seit den 80er Jahren, seit dort auch von BlackRock und Vanguard ganz viel Geld reingespült wurde, im Prinzip so ein bisschen das Labor zum Ausprobieren von so neuen gesellschaftlichen Technologien. Ich habe deine Arbeit auch entnommen, dass der Sohn Klaus Schwabs tatsächlich, oder ein Sohn, er hat mehrere Kinder, selbst ansässig ist in Peking, also hat familiäre Verbindungen, dort jetzt ja auch dort ins Establishment mittlerweile. Er ist mit einer Chinesin verheiratet und sagt wortwörtlich, der Westen kann sehr, sehr viel von China lernen. Gut, das wäre jetzt erstmal nichts Verwerfliches, würde ich sagen, oder? Das könnte man unterstellen. Man kann viel von anderen Kulturen lernen. Ja, gut, aber wenn man sich die Weltvision von Herrn Schwab anschaut, dann geht es eben einfach darum, für sich zu entscheiden, möchte man in so einer Welt noch leben. Du hast all das, was du gerade gesagt hast, auch sehr, sehr detailliert, muss ich schon sagen, als Quellenarbeit nachgewiesen in deinem Artikel. Es ist fast ein Grenzartikel aus meiner Sicht hin zur wissenschaftlichen Arbeit. Er liest sich sehr eingängig, man kann ihn als Zeitungsartikel lesen, aber fast die Hälfte davon ist tatsächlich Quellenarbeit, was du hier genannt hast. Ich habe mir die Mühe gemacht, das mal nachzulesen. Die Quellen sind da und tatsächlich ist all das, was du dort sagst, auch überprüfbar wiedergegeben. Das wäre Herr Schwab, das wäre China. Jetzt sind noch mehrere Dinge mit reingekommen in diesen Zustand, dass es so gespielt werden konnte. Die Rolle der WHO ist eine interessante. Wir haben erlebt, dass ja die WHO sehr mahnend aufgetreten ist, als denn Corona und Covid-19 am Horizont aufkam. Auch da hast du viele Verflechtungen zeigen können. Ja, die WHO, da ist im Prinzip Tedros Adhanom Ghebreyesus, der ist ein Fürsprecher von China gewesen, gleich am Anfang. Der WHO-Direktor. Genau, der hat gleich am Anfang im Prinzip gesagt, China macht alles richtig. Und das Auffällige war, dass er es sagte zu einem Zeitpunkt, wo sich rein empirisch noch gar nicht feststellen ließ, ob der chinesische Lockdown wirkt. Also es war irgendwie 10 Tage nach dem Beginn des chinesischen Lockdowns. Um den ging es ja konkret, nicht? Die sogenannte chinesische Corona-Politik basiert im Wesentlichen auf sogenannten Lockdowns. Das war zumindest das erste Exportmodell. Also man hat in Wuhan einen Lockdown gemacht, in meinen Augen hauptsächlich, um das als Modell, als Policy exportieren zu können. Das heißt, die Chinesen haben wirklich radikal damals Wuhan abgeriegelt. Wir erinnern uns an martialische Bilder. Es fuhr ein Militär auf, es wurden, glaube ich, Straßen zugekippt, es wurden Türen zugeschweißt und man hatte gesehen, wie eine Stadt zum Gefängnis umgebaut wurde. Genau. Und laut Ansicht vieler Quellen aus China ist das quasi eine Art Show gewesen für den Westen, weil es sich auch wirklich nur auf Wuhan und den Großraum Wuhan erstreckte, was dann im Gesamten, glaube ich, 60 Millionen Menschen sind, die dort wohnen. Aber das Land hat eine und noch mehr Milliarden, 1, irgendwas Milliarden momentan. Und
Und der Rest Chinas hatte eben nie einen Lockdown. Das müssen wir uns bewusst machen. Und die Leute dürften ja auch weiter aus Wuhan in die Welt hinausfliegen, nur nicht in den Rest von China. In der Tat, und rückblickend fiel das tatsächlich auch hier in einigen Medien auf. Heute sind wir so weit, dass tatsächlich in der vor allem angelsächsischen Welt auch klar gesagt wird, Lockdowns schaden mehr, als dass sie nützen. Da ist sich die Welt bis auf Deutschland und Herrn Lauterbach relativ einig, muss man sagen. Dazu kam dann noch, dass diese Maßnahmen wurden, auch nach deinem Recherchieren, sehr stark flankiert von chinesischer Propaganda im Netz. Mhm. Man hat sehr schön zeigen können, dass diejenigen, die sich da kritisch äußern, unter Beschuss gerieten und die anderen sehr stark gefördert wurden. Mhm. Ja? Da waren, glaube ich, chinesische Bots ein wichtiger Punkt. Genau. Also das ist ein Thema, auf das mich der Sänger damals gestoßen hatte. Es ist eben so, dass China sehr viel Manpower hat. Hm. Es gibt nun mal einfach sehr, sehr viele Leute. Und das Lohnniveau ist gestiegen, aber es ist noch nicht so hoch, dass man nicht auch große Mengen von Menschen für bestimmte Aufgaben freistellen kann. Und das Interessante an chinesischen Bots ist eben, also es gibt natürlich die reinen Computerbots, die dann wirklich nur maschinell sind, und es gibt menschliche Bots. Aber erläutert das freundlicherweise nochmal für den, der ein oder andere hat es vielleicht nicht im täglichen Gebrauch auf Twitter so zu Hause zu sein. Was ist ein Bot? Was kann ich mir als Normalsterblicher unter so einem Bot vorstellen? Ein Bot ist im Prinzip ein falsches Konto auf Social Media. Und dahinter kann ein Mensch stecken oder ein Computer. Das heißt, jemand, der einfach Texte, runtergebrochen, der veröffentlicht Texte, der kommentiert, der ist im Wesentlichen mit Leserkommentierungen beschäftigt, so wie man das den Kreml-Bots unterstellt, die dann im Sinne eines Herrschafts unter Artikeln kommentieren, alles Unsinn oder alles richtig. Genau, also Bots sind im Prinzip ein probates Mittel, um Meinungen zu beeinflussen, und zwar im großen Maßstab. Es geht da quasi letztendlich um Masse. Also es geht einfach darum, wer hat die meisten Bots zur Verfügung. Dann können die das Internet quasi mit ihrer genehmen Meinung füllen und auch die Kommentarspalten füllen und sich vor allem auch immer ganz gezielt da an den Stellen im Internet äußern, wo gerade die kontroversen Themen diskutiert werden, die sie gerne in ihre Meinung, in ihre Richtung pushen möchten. Und das Besondere an China ist eben, dass sie sehr, sehr viele humane Bots zur Verfügung haben. Mhm. Also man geht von einer Zahl von 2 Millionen Menschen aus, die tatsächlich nur dafür zuständig sind, Kommentare im Internet im Sinne der Regierung zu schreiben. Und vor Corona war diese, man spricht auch von so einer Art Söldnerarmee, die sogenannte 50-Cent-Armee war auch der Spitzname von denen, weil angeblich die in früheren Zeiten 50 Yuan bekommen haben oder 50 Cent in China, ich weiß nicht, wie man das nennt, pro Kommentar. Mhm. Und die haben seit Corona ihre Aktivitäten aufs Ausland verlagert. Das ist eben das Besondere. Also die waren davor vor allem für Inlandspropaganda zuständig und seit Corona vermehrt im Ausland. Auch das denkst du dir nicht aus. Die NZZ hat bereits im Juni 2020 berichtet, dass selbst Twitter, das Unternehmen Twitter, offiziell bekannt gegeben hat, sie hätten da 170.000 Bots einmal abgeschaltet nach eigenem Maßen. Das heißt, selbst die sozialen Medienplattformen geben das so zu und geben diese Zahlen raus. Wir können nun raten, ob 170.000 nur die Spitze des Eisbergs ist oder ob es gleich alle waren. Die allgemeine Lebenserfahrung zeigt, es sind dann eher die Spitzen des Eisberges. Genau. Also auch das ist vielfach belegt. Ja. Und wir konnten sehr wohl messen, dass die unterstützenden Äußerungen zum Thema Lockdown sehr stark gefördert wurden und dass umgekehrt Menschen, die sich kritisch äußern, da beschnitten werden. Genau. Das sage ich nun auch als Mitbetroffener. Wir erleben durchaus ja heute bis zum heutigen Tag massive Aktionen in diese Richtung. Also das fing schon damals an, auch nach deinen Recherchen. Nun muss eben dazu sagen, also China hat, was Bots anbelangt, die meiste Manpower und die humanen Bots sind einfach schlechter zu erkennen. Also Maschinenbots kann man hin und wieder auch in Gespräche verwickeln, wo die sich dann selber aufhängen und dann immer 10, 20 Mal das Gleiche schreiben. Also man kann Maschinenbots auch zum Abstürzen bringen. Bei menschlichen Bots funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Und sie haben ein menschlicheres Nutzungsverhalten. Dadurch werden sie von Suchmaschinen oder auch von Datenanalysten nicht entdeckt. Mhm. Also ein Bot ist meistens relativ, hat ein regelmäßiges Twitter-Verhalten und haut eben mechanisiert neue Inhalte raus, während ein humaner Bot eben menschlich interagiert, unregelmäßig textet und so weiter. Dadurch haben sie immer noch einen sehr, sehr großen Vorteil. Das heißt, all diese Dinge konntest du ja zeigen und nicht nur du in Deutschland, Michael Sänger in Amerika, du hast dich viel darauf bezogen, es ist bestens dokumentiert. Trotzdem erleben wir, dass es funktioniert. Hat. Es hat in den deutschen Massenmedien funktioniert, es wurde entsprechend geframed. Wer sich da kritisch äußert über Lockdowns, der war im Zweifelsfall ein Fake News Verbreiter. Und es geht ja bis hin zu Streiten um die einzelnen Wörter. Nehmen wir das Wort Globalist, was ja auch immer wieder vorkommt, nicht? Dass man also diese Netzwerke als Globalistennetzwerke erstellt. Es wird als antisemitisches Codewort geframed und diffamiert. Wir erinnern uns an den Hans G. Maaßen, diesen umstrittenen CDU-Politiker, sagen wir, zum rechten Flügel der CDU gehört, der das Wort auch aufgegriffen hat. Es nötigte dann den Bayerischen Rundfunk zu einem großen Artikel darüber, dass derjenige, der Globalist verwendet, eigentlich ein antisemitisches Codewort verwendet. Kannst du uns da Aufklärung verschaffen? Ja. Ist das so?
Das ist natürlich Schwachsinn, weil selbst die Bundeszentrale für politische Bildung verwendet das Wort Globalist. Das kann man dort auch nachschlagen. Und ich glaube, die Bundeszentrale für politische Bildung steht jetzt nicht im Verdacht, rechtsradikal zu sein oder irgendwie antisemitisch zu sein. Also da ist eine ganz, ganz klare Definition. Das sind Menschen, für die nationale Grenzen keine Bedeutung mehr haben und deren Einflussradius auch global stattfindet. Also da ist nichts mit irgendeiner Ethnie konnotiert. Wer auch immer das da reinlesen möchte, hat möglicherweise selber böse Absichten in dieser Richtung. Das war in dem Fall der Antisemitismusbeauftragte Baden-Württembergs. Der hat sich in einem Artikel oder in einer ist noch online befindlich, vom Bayerischen Rundfunk BR24 darüber geäußert, dass das Wort Globalist eine ganz klares antisemitische Chiffre sei, so die Meinung dieses Herrn. Und er bezieht sich da wiederum auf Äußerungen der Konrad-Adenauer-Stiftung, also dieser CDU-nahen Stiftung, die Ähnliches andeutet in einem Thesenpapier. Mehr findet sich dazu nicht, wenn man recherchiert. Es wird also einfach postuliert, wer Globalist sagt, der ist eigentlich Antisemit. Also du sagst nein, du würdest das nicht teilen, diese Einschätzung. Selbstverständlich nicht, weil ansonsten wäre, wie gesagt, auch die Bundeszentrale antisemitisch. Das wollen wir ihr nicht unterstellen. Ich denke, das ist auch unwahrscheinlich. Das ist also ein schweres Stück Arbeit. Wie lange hast du an dem Artikel recherchiert? Circa 2 Monate. Und das kam wann raus, letztes Jahr? Kann ich ganz genau sagen, und zwar eigentlich am 18.11., also wirklich der Tag, an dem per Infektionsschutzgesetz unsere Demokratie abgeschafft wurde, so sage ich es ja immer. Und zwar, ich habe die ganze Nacht über geschrieben und in den Morgenstunden wurde es dann fertig. Später fuhr ich dann zum Brandenburger Tor und ließ mich von den Wasserwerfern nass spritzen. Da haben wir uns nicht gesehen. Ich war auch da, ich war etwas entfernter noch. Aber in der Tat war das eine denkwürdige Zeit. Wir schauen uns jetzt mal an, wenn du erlaubst, wie dieses Stück von dir aufgenommen wurde. Und zwar insbesondere von den Massenmedien. Vor kurzem, es war vor rund 2 Wochen, wurde eine ARD-Dokumentation ausgestrahlt. Ich lasse es jetzt mal unkommentiert. Wir gucken uns mal ein Stück daraus an, wo du interviewt wurdest zu deinem China and the Great Reset und sprechen nachher darüber, wie das aus deiner Sicht denn wohl wirkte. Wir beobachten, dass sich die Verschwörungsnarrative am besten verbreiten, die von Quellen unterschiedlicher politischer Couleur geteilt werden. Eine Version des Great Reset hat in eher linken Online-Foren Hunderttausende erreicht, geschrieben von einer bekannten Influencerin. Ich bin Faya Velasquez. Ich bin bekannt geworden 2019, weil ich mich öffentlich zum Thema Sexarbeit positioniert habe. Ich habe einen Twitter-Account, wo ich eben mich zu tagesaktuellen Themen äußere. Ich bin im Jahr 2020 sozusagen aus Notwehr Journalistin geworden, wie ich immer zu sagen pflege. Am Anfang stand der Kampf für Berufsfreiheit der Sexarbeiterinnen. Dann kam Corona und mit Corona ihre Interpretation der großen Transformation. China und der Great Reset. Meine damalige Analyse kam zu dem Schluss, dass wir es mit einer Interessenkonvergenz zu tun haben zwischen China und dem Silicon Valley und Davos. Ich habe das durchanalysiert, ich habe ziemlich viele Quellen dazu dokumentiert und ja, der wurde danach ziemlich weit geteilt und ziemlich viel gelesen und hat wahrscheinlich auch diese China-Hypothese überhaupt in den deutschen Diskurs eingebracht. Die Pandemie als Katalysator für eine Neugestaltung der Weltordnung durch den chinesischen Staatspräsidenten? Die Botschaft der Volksrepublik China wirft Aya Velasquez Desinformationen und Verleumdungen über Chinas Pandemiebekämpfung vor. Wie war das damals? Hattest du das Gefühl, inhaltlich neutral, sachgerecht porträtiert worden zu sein? Naja, wenn sich die ARD bei einer Person wie mir meldet, also mir war sofort klar, dass es sich da um eine Framing-Doku handelt, also dass man mich nicht in einem guten Licht porträtieren wird, sondern dass man eben versuchen wird, mich irgendwie unverantwortlich und undurchdacht dastehen zu lassen. Ich habe die direkt darauf angesprochen, die Filmemacher, und sagte, ihr wollt doch eine Framing-Doku über mich machen, gibt's doch zu. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, wir framen nicht. Und mir wurde das da auch so erklärt, sie wollen gerne Gegner und Befürworter des Narrativs kurz vor der Wahl zu Wort kommen lassen. Da werden also auch Politiker interviewt, so wie der Herr Lauterbach. Und dann soll eben auch ich auftreten. Und zwar der Grund, warum sie auf mich zugekommen sind, sei, dass der Artikel eben sehr weit geteilt wurde und sie da mit statistischen Mitteln rangegangen sind und einfach sozusagen die Teilungsrate war für sie relevant. Das war also ein relevanter Artikel und sie wollten da quasi ein bisschen was gerade rücken. Mhm. Der Artikel war für sie ein bisschen zu einflussreich mit dieser China-Hypothese und sie wollten mich quasi ins rechte Licht rücken. Mhm. Also quasi, ja, das ist ja so und so eine und das ist von ihr zu halten. Mhm. Und das Framing dieser Doku bestand vor allem darin, mich mit einem ganzen großen Haufen Leute zusammenzupacken,
mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. Also es wurde auch so dargestellt, als sei ich eine Person, die in den Medien Meinung macht bezüglich der Wahl und irgendwie selber ein intrinsisches Interesse hat, auf diese Wahl Einfluss zu nehmen. Mhm. Das Interessante während des Drehs habe ich ihnen die gesamte Zeit versucht zu erklären, dass mich die Wahl nicht interessiert. Also dass ich auch gar keinen persönlichen Wahlimpetus habe oder irgendwie das Bedürfnis, da irgendeine Empfehlung abzugeben. Überhaupt gar nicht. Und sie haben mir auch ganz, ganz viele Fragen immer wieder zur Wahl gestellt. Sagen Sie doch was zu Karl Lauterbach. Wird Karl Lauterbach während der Wahl wichtiger oder unwichtiger werden? Mhm. Und dann sage ich so. Das würde mich auch interessieren, wenn ich ehrlich bin, ja. Also mich interessiert das null. Ich habe auch zu Ihnen gesagt, fragen Sie jemand anderen zu Karl Lauterbach. Es ist für mich eine komplett uninteressante Gestalt. Aber es war sehr, sehr interessant, wie Sie mich immer wieder auf bestimmte Themen festnageln wollten und irgendwie Statements aus mir herausholen wollten, die, ja, wo ich Ihnen dann quasi nicht den Gefallen getan hat. Aber das ist eine Schwurbel-Doku, Schwurbel-Framing-Doku wird, das war mir schon klar. Also sie heißt ja auch irgendetwas mit die großen Verschwörungstheorien und wie, wir wie die geheimen Influencer uns beeinflussen wollen. Direkt im Anschluss an dich nach dieser Szene wird dann ein angeblicher Aussteiger des russischen Staatssenders RT interviewt, der mehr oder minder wie ein gerettetes Sektenmitglied präsentiert wird und dann sich sein Herz ausschüttet. Einer hat es geschafft. Deine Vorstellung auch, wir haben das mal rausgeschnitten, wurde noch mit Pikanterien aufgefüllt, man hat noch ein bisschen dein Privat- und Berufsleben ausgeschmückt und erzählt, was das für eine ist, um dich also in jeder erdenklichen Form unseriös wirken zu lassen. Mhm. Das kann man durchaus auch so hinstellen. Dass du als studierte Anthropologin auch einen gewissen Hintergrund hast mit Recherchen, wurde auch weggelassen und das Ergebnis war dann diese Doku. Mhm. Also man kann sagen, du bist mit deiner Recherchearbeit in den Mainstream-Medien abgeprallt. Die wollten das so nicht inhaltlich transportieren. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich würde sagen, dass die ARD mich überhaupt darin haben wollte, war tatsächlich, weil der Text offenbar ein bisschen zu einflussreich war. Mhm. Sie erwähnen ja dann auch, dass sich die chinesische Botschaft über diesen Text beschwert. Mhm. Also die chinesische Botschaft meinte... oder? Also wenn sich das Herz der Demokratie beschwert, darüber geframed zu werden, ist ja ein Treppenwitz, also ganz ehrlich, oder? Na, ich frage mich auch, wie dieses Statement zustande gekommen ist. Hat quasi die ARD dann, oder meine beiden Filmemacher dann angerufen in der chinesischen Botschaft, ja, sagen Sie mal, da gibt es hier so einen kritischen Artikel über China, stimmt das? Das ist ja letztendlich so. Das muss man sich doch irgendwie auch komisch vorstellen. Was erwarten Sie denn für eine Antwort? Also immerhin nimmt man zur Kenntnis, dass dein Artikel ein Publikum gefunden hat. Es ist der ARD wichtig genug, es auch mal zu bearbeiten. Aber auf das Thema gestürzt hat man sich nicht. Also man stellt deine Arbeit ja so dar, und das geht auch im Nachgang dieser Doku so weiter. Experten, die nicht näher benannt werden, die behaupten, dass du verzerren würdest, dass du unterschlagen würdest und falsch gewichten würdest. Dann wird es aber auch schon abgebügelt und es geht zum nächsten Thema. Mhm. Man setzt sich nicht wirklich mit dem ganzen Vorgetragenen auseinander. Das Prinzip von Framing bedeutet im Prinzip, Dinge in einen genehmen Rahmen stellen. Mhm. Und diesen Rahmen hat man eben in Bezug auf mich versucht zu erschaffen. Ich konnte mir den Drehort aussuchen. Das war im Prinzip sozusagen den Spielraum, den ich hatte. Und ich mag das Paul-Löbe-Haus und diese Stelle dort vor dem Reichstag an der Spree wirklich sehr, sehr gerne. Also habe ich mich dort ablichten lassen. Aber es geht natürlich um das Davor und das Danach. Ja, optisch gelungen, aber inhaltlich, muss man sagen, ist es in dem Thema nicht wirklich gerecht geworden. Man hat halt versucht, das zu verkürzen. Nun ging deine Arbeit weiter. Und vor kurzem hast du eine weitere Bombe platzen lassen, kann man schon sagen. Und hast, das erzählst du am besten selbst, dich sehr eingehend mit dem Quellenmaterial befasst, auf dem letztlich auch deine Vorgängerarbeit beruhte. Also E-Mails aus dem Innenministerium. Was ist da passiert und wie sah deine Arbeit aus? Genau, also bei dem China-Artikel war im Prinzip ja schon ein Teilaspekt dieses berüchtigte Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium, was am 22. März 2020 erstellt wurde. Ich hatte damals eben schon Kenntnis von dem Papier, da das im April 2020 von Frag den Staat geleakt wurde und damit eben, es war bereits in aller Munde. Das ist dieses Papier, was von einem Mitarbeiter des Innenministeriums oder geleakt wurde, soweit man weiß, ein verbeamteter Mitarbeiter? Nein. Nicht? Nein. Siehst du, dann habe ich mich jetzt darin verfangen. Das Strategiepapier ist im Prinzip, das hat den Spitznamen Panikpapier später bekommen, weil in dem Papier ganz gezielt mit Angst gearbeitet wurde. Da gab es Formulierungen, die äußerst umstritten waren, wie eben Kinder sollen sich unbedingt, man muss ganz doll darauf achten, dass Kinder sich nach dem Spielen immer die Hände waschen, weil sie ansonsten nämlich andere Kinder anstecken könnten. Und wenn diese dann zu Hause ihre Eltern anstecken, dann ist und die dann sterben, ja, qualvoll vor den Augen der Kinder, das wurde so richtig ausgeschmückt in diesem Dokument, dann sei das Schlimmste, was Kinder jemals in ihrem Leben erleben können. Und dass man ganz gezielt an die Urängste der Menschen appellieren solle, ganz besonders die Angst vor dem Ersticken, denn das würde am meisten Folgebereitschaft erzeugen. Wenn quasi den Menschen wirklich vergegenwärtigt wird,
wie schlimm man daran sterben kann. Und diese Papiere sind dir in die Hände gekommen, dir und auch anderen Menschen? Nein. Die Strategiepapiere waren bereits draußen und das wurde eben von Frag den Staat im April 2020 geleakt. Und das war schon ein Teilaspekt von diesem China-Artikel, weil das Strategiepapier des Bundesinnenministeriums beruhte auf einer Taskforce, die vom Bundesinnenministerium eingesetzt wurde. Da waren Wirtschaftsexperten drin, Politikwissenschaftler, Soziologen und völlig fachfremde, einen Germanisten, wo man sich wirklich fragt, was hat der da zu suchen. Mhm. Es ging auf jeden Fall darum, ein Gremium einzurichten, fern aller offiziellen Krisen-Thinktanks. Mhm. Diese Taskforce sollte vertraulich arbeiten. Und warum wir das jetzt wissen, ist, weil im Februar 2021 seitens des Anwalts Nico Herting ein weiteres Dokument freigeklagt wurde. Mhm. Und zwar ist es dieses hier. Mhm. Wie du siehst, siehst du nichts. Das sind ganz, ganz viele schwarze Seiten. Mhm. Selbstverständlich ist es aber auch nicht ganz schwarz. Das ist ein Dokument, das ist eine 210 Seiten E-Mail-Konversation aus dem Bundesinnenministerium. Auch davon, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da haben wir ein schönes Foto für euch zu Hause, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Da ist ein Teil dieser Dokumente zu sehen. Es ist vor allem auf diesem Foto aber auch zu sehen, was du nämlich dann damit gemacht hast in monatelanger Kleinarbeit mit diesem Stapel an Papier. Und ihr seht auch auf dem Bild, was für euch jetzt eingeblendet wird, auch gleich die Quelle dazu, ein Link zu einer Box, in der du diese Material nochmal bereitstellst, die ungeschmerzte Variante davon oder die rekonstruierte Variante davon, dass ein jeder zu Hause sich selber mit diesen Originalpapieren anschauen kann, was du da gemacht hast. Nur kurz zur Erläuterung. Also diese E-Mails sind dann auch in deine Hände gekommen über die berühmte Klage von Nico Herting. Genau. Also Nico Herting hat im Prinzip wissen wollen, was wurde damals in diesen entsprechenden Tagen im Innenministerium beredet. Das waren der 19. bis zum 25. März. Das war sozusagen die heiße Zeit, in der die deutsche Innenpolitik zur Corona-Krise eingetütet wurde. Und diese Taskforce hat eben teilweise mit dem Bundesinnenministerium Kontakt gehabt. Das lief auch über das RKI, aber es waren ansonsten diese externen Autoren. Und die externen Autoren hat man in dem Dokument geschwärzt. Wie du siehst, hat man auch ganze Seiten geschwärzt. Das sind Seiten, die, so heißt es in der Legende zu diesem Dokument, die internationalen Beziehungen gefährden könnten. Nachtigall, ich hör dir trapsen, wie der Berliner sagt. Wer könnte das wohl sein? Wer könnte sich wohl auf den Schlips getreten fühlen bei einer Taskforce, in der China wirklich eine riesige Rolle gespielt hat? Denn man hatte sich ganz bewusst Experten dazu geholt, die gerade frisch aus China zurückgekommen waren. Da kommen wir gleich drauf. Verzeih bitte, dass ich es nochmal versuche zu sortieren. Diese Taskforce, für die da jetzt neu im Thema sind, war angegliedert im Innenministerium. Das wissen wir. Es war also etwas, das direkt Horst Seehofer als Innenminister unterstellt war. Also genau. In der Behörde hat man akut im März 2020, als das ganze Thema auf den Tisch kam, diese Taskforce, diese Arbeitsgruppe gegründet. Genau. Soweit ich weiß, unter einem Staatssekretär, Herrn Kerber. Genau, Markus Kerber. Und das Besondere ist, dass er eben diese Aufgabe von Anfang an definiert hat gegenüber den Taskforce-Autoren als eine ganz, ganz große Aufgabe, quasi wie so eine Jahrhundertaufgabe. Er sprach da auch von einer Apollo 13-Situation für Deutschland, also quasi die Mondlandung. Eine neue Mondlandung, ja, das nichts Geringeres als das. Und wenn du mit so einem Narrativ rangehst, da kannst du ja auch rein literaturwissenschaftlich schon analysieren, der Typ befand sich auf einer persönlichen Heldenreise. Das heißt, wenn man mit so einem Pathos an die Sache herangeht, ist man möglicherweise auch nicht hundertprozentig rational dabei. Und man ist sehr anfällig für Lobbyismus. Und das ist im Prinzip ein Punkt, den ich dem Innenministerium in dieser Hinsicht vorwerfe. Herr Kerber und Herr Seehofer waren im März 2020 wirklich hochnervös und emotional, denn sie hatten selber in der Vergangenheit schwere Viruserkrankungen gehabt. Herr Seehofer 2002, Herr Kerber 2006. Und das hat sich bei den beiden sogar mit Krankenhausaufenthalt und Herzmuskelentzündung beendet. Das heißt, da gab es eine persönliche Betroffenheit, das kann ich durchaus anerkennen. Und sie wollten in dieser Situation gewissermaßen alles richtig machen. Das wäre noch sozusagen der löbliche Teil. Was in meinen Augen dann aber nicht mehr geht, ist, sich erstens Menschen dazu zu holen, die eigene geostrategische Interessen haben. Und zweitens sich Leute dazu zu holen, die nicht wissenschaftlich ausgebildet sind für das, worüber sie dann referieren sollen. Lass uns da gleich zu kommen. Noch kurz zur Ergänzung und zur Rückfrage. Die Erkrankung Horst Seehofers insbesondere, die ist ja bestens medial auch dokumentiert gewesen. Ja. Horst Seehofer war sehr schwer erkrankt. Es ist öffentlich bekannt und auch keine Enthüllung jetzt und keine Privatsphärenverletzung. Horst Seehofer stand damals auf einer Liste für eine Herztransplantation. Er hat eine so starke Entzündung des Herzmuskels erlitten mit dem Parvovirus B19, der sowas auslösen kann, dass er sehr, sehr lange intensivmedizinisch behandelt wurde. Er sagt selbst immer
wieder, es hat sein Leben vielfach verändert, diese Erfahrung. Wir freuen uns jetzt ohne jede Ironie und ohne jeden Scherz, dass Horst Seehofer das gut überstanden hat. Wir wünschen niemandem, dass er so eine Erkrankung machen muss, weder ihm noch Herrn Kerber, egal was sie sonst vielleicht getan haben sollten. Aber es ist nicht ganz unerheblich, und das kann ich auch ärztlich bestätigen, wenn ein Mensch eine solch schwerwiegende persönliche Erfahrung gemacht hat, dann ist er sicherlich traumatisiert mit diesem Thema. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, da pflichte ich bei. Man muss also sehen, dass die beiden Menschen, die verantwortlich waren für die Bewältigung dieser Krise, selbst schwer traumatisiert aus einer vergleichbaren Erfahrung hervorgehen. Genau. Das nochmal. So, und die haben sich nun ihren Expertenstab zusammengestellt. Mhm. Und da sagst du, diese Experten muss man sich näher anschauen. Ganz genau. Also zum einen waren das erstmal 5 Wirtschaftsexperten, wo nichts gegen einzuwenden ist. Und du merkst es ganz klar, Epidemie steht gar nicht im Vordergrund, sondern Wirtschaft. Also hier sollte ganz klar, nennen wir es, unsere Wirtschaft sollte gerettet werden oder sie sollte transformiert werden. Das Wort fiel auch wieder so. Das Wort wird verwendet. So. Das Wort Transformation fiel, ist viel vor allem auch der Begriff Zwangswirtschaft. Herr Kerber sprach davon, wenn wir von BIP-Einbußen von über 10% ausgehen, dann hieße das zwangsläufig, dass die Marktwirtschaft als solches transformiert werden müsse. Bruttoinlandsprodukt, BIP hast du gerade genannt, genau. Also die Kenngröße, eine große bekannte Kenngröße für die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft. Ja. Genau, und sein Ansatz war, wenn der Einbruch dieses Bruttoinlandsprodukts über 10% beträgt, dann ist es quasi notwendig, dass wir nicht nur innerhalb des Systems noch Makulatur betreiben, also quasi Anpassungen innerhalb des Systems, sondern Herr Kerber sprach ganz explizit davon, dann wird das ganze System sich ändern müssen. Und es fiel auch der Begriff Zwangswirtschaft gleich in der ersten E-Mail an die Autoren. Also wir sind schon mitten in der Wirtschaft drin. Es geht jetzt nicht um medizinische Fragen. Es geht die nicht anderen darum, Autoren wollte ich auch noch kurz skizzieren. Unbedingt, ja. Genau, also Wirtschaft stand im Zentrum. Du hast ganz genau gemerkt, Epidemie stand nicht im Zentrum. Es waren eben die meisten waren Wirtschaftsexperten. Dann hat man sich 2 China-Experten dazu geholt. Das war einmal Maximilian Mayer, Dr. Maximilian Mayer und Otto Kölbel. Maximilian Mayer ist Politikwissenschaftler und Otto Kölbel ist Germanist und China-Lobbyist. Er hat einen eigenen Blog, wo er eben die Erschließung Tibets gutheißt und meint, dass Hongkong eine parasitäre wirtschaftliche Lebensform darstellt. Zu beiden muss man ergänzen, die Maßnahmen Chinas gegen Tibet werden von der Weltgemeinschaft kritisiert als stark übergriffig, als zum Teil fast völkervernichtend. Also es wird mit massiven, drakonischen Maßnahmen versucht, China sich in Tibet durchzusetzen und die tibetische Bevölkerung dort zu, ja, im Sinne Chinas zu verändern, zum Einschub. Und das wurde von diesen besagten Herren, wird das als vernünftige Politik bezeichnet. Genau. Also es ist jetzt kein unbedingt mehrheitsfähiger Standpunkt, Chinas Erschließung Tibets als besonders gelungen darzustellen. Das würde man so sagen können, denke ich auch, ja. So, und das ist die eine Personalie. Die viel wichtigere Personalie ist aber tatsächlich die von Maximilian Mayer, der schon seit einigen Jahren das Innenministerium berät, der auch promoviert ist im Gegensatz zu Herrn Kölbel, der seit über 10 Jahren an seiner Diss arbeitet. Herr Mayer, das Besondere an ihm war eben, dass er zu dem Zeitpunkt der Taskforce China gerade ganz frisch verlassen hatte nach einem 5-jährigen Aufenthalt dort. Das heißt, der Mensch kam gerade auch mit chinesischen Vorstellungen hierher. Er hat China verlassen wegen der schlimmen Seuche, die im Anmarsch war. Da hat er also quasi einfach Angst bekommen, gehe ich jetzt mal davon aus. Und hat sich dann wieder an der Uni Bonn eingeschrieben, wo er auch schon vorher als Professor tätig war. Und er hat eben, wie gesagt, das Innenministerium in der Vergangenheit schon des Öfteren beraten. Er ist auch Vorsitzender von so einem AI-Asien-Think-Tank. Also das heißt, da gibt es ein paar Kompetenzen, die für das Innenministerium in dieser Situation gerade wichtig waren. Und das China-Expertentum war sozusagen der Hauptfaktor. Weiß man, was da der Auslöser war? Also wenn Herr Kerber und Herr Seehofer diese Taskforce gründeten, da sind ja, soweit man das medial weiß, ja auch Herr Drosten beteiligt gewesen und Herr Wieler, die das Ganze irgendwie anschauen. Nicht, sind sie nicht? Also das mit dem Herr Drosten, muss ich an dieser Stelle sagen, ist einfach schwer belegbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei einer der Videokonferenzen, die in diesen betreffenden Tagen stattfanden, dabei war, weil er eben in einem seiner Podcasts am 24. März direkt auf ein Thema der Taskforce zu sprechen kommt. Und das kann er nur in der Taskforce gehört haben. Und zwar geht es da um die Frage von Taiwan und Südkorea. Und er bezieht sich am 24.03.2020 in seinem Drosten-Podcast 1:1 auf die Themen, die an diesem Tag in der Videokonferenz der Taskforce besprochen wurden. Aber das ist eine Sache, die ich jetzt trotzdem nicht belegen kann darüber hinaus. Das heißt, belegbar ist, an der Taskforce waren Herr Wieler und Herr Matthias an der Heiden beschäftigt. Das ist ein anderer RKI-Mitarbeiter. Das eigentlich Interessante ist aber, dass diese RKI-Mitarbeiter gar nichts zu sagen hatten in der Taskforce.
Beispielsweise hat das RKI, kaum einer wird sich daran erinnern, damals eine Letalitätsrate in den Raum gestellt, die bei 0,56% lag. Mhm. Und die China-Experten in der Taskforce haben eine Zahl in den Raum gestellt, die sich an der Zahl des Imperial College of London orientiert hat, und zwar 1,2%. Das mag sich jetzt nach wenig Unterschied anhören. Da geht es aber um Millionen Menschen Unterschied auf eine Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Hm. Und natürlich kannst du mit einer Zahl von, also einer Letalitätsrate von 1,2% sehr viel mehr Angst erzeugen, als mit der Zahl von 0,56% des RKI, die auch noch zu hoch gegriffen war. Also das heißt, beide Zahlen waren komplett überschätzt. Die spannende Frage ist allerdings, warum hat man auf die Experten des RKI weniger gehört als auf China-Experten, die gerade frisch dazugeholt wurden und die überhaupt gar keine Epidemiologen sind? Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kam diese China-Verbindung? Die scheint ja gesetzt. Das Ganze fing an direkt mit einer starken China-Verbindung. Lass uns von Asien lernen. Ja. Das kommt in den E-Mails auch ganz oft vor. Woher kommt das? Wer hat Herrn Seehofer, wer hat diesen Staatssekretär Kerber auf die Idee gebracht, da müsse man nun von Anfang an das Ganze mit China machen? Woher kam das? Also, das ist im Prinzip die Digitalstrategie der Bundesregierung. Seit 2018 wird ganz stark versucht, in diesem systemischen Wettrennen Europa-Asien mitzuhalten. Also der Ausdruck Systemic Race fällt auch in einigen Texten. Also Wettkampf der Systeme oder Wettlauf der Systeme, kann man so sagen. Das systemische Wettrennen. Dieser Ausdruck fällt auch in einigen der Artikel, die Taskforce-Mitglieder ein Jahr vor der Taskforce geschrieben haben. Mhm. Da geht es ganz viel um die Fragen des systemischen Wettrennens und verliert Europa möglicherweise den Anschluss. Und diese Autoren der Taskforce haben das Innenministerium ja auch schon vor 2020 und vor dieser Taskforce beraten. Die sind schon ganz lange im Gespräch. Okay. Und da geht es ganz, ganz viel um digitale Transformation. Da geht es darum, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wie viel Überwachung wollen wir zulassen, um sozusagen mit Asien, mit dem neuen Wirtschaftsraum Asien mithalten zu können, weil es einfach Kostenersparnisvorteile bringt, die Menschen zu überwachen. Verstehe. Und damit ist es natürlich innerhalb eines kapitalistischen Systems ein sehr starker Triebmotor, genau das dann auch umzusetzen. Das heißt, du würdest sagen, das Innenministerium befand sich schon in der Vor-Corona-Zeit eigentlich im China-Wettkampf, in der China-Zusammenarbeit. Genau. Und nun kam diese Virussituation hinauf und man sah sich dann automatisch in einem Wettkampf der Systeme, was nun an diesem Virus festgemacht ist. Ich glaube, man hat auch einfach die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen. Es gibt einen Artikel, auf den sich der Staatssekretär Markus Kerber in einer der E-Mails, die weiter am Schluss kommt, also wo quasi das Strategiepapier schon fast zu Ende ausgearbeitet ist und man dann quasi an einem der anderen Papiere saß, auf die ich noch zu sprechen komme, ist er auf einen Philosophen, einen asiatischen Philosophen eingegangen, der damals einen sehr langen Leitartikel in der Welt verfasst hat. Der geht wirklich ganz, ganz lang. Der wortwörtlich sagte, Europa strauchelt. So. Und dieses Wording, das ist, glaube ich, für einen Politiker aus Europa, der mal in Asien war und möglicherweise auch gewisse Komplexe hat, weil er einfach eingeschüchtert ist von dieser Hochtechnologie, die ihm dort begegnet. Also psychologisch ein ganz prägnanter Satz gewesen. Und du musst dir vorstellen, diese Leute, die dort zur Beratung hinzugezogen haben, das sind teilweise große Verfechter der künstlichen Intelligenz und einer Transformation der Gesellschaft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und die ärgern sich in den letzten Jahren, dass Deutschland so rückständig ist und warten im Prinzip auf einen Sputnik-Moment für Deutschland. Da haben wir wieder die Weltraummetaphorik. Also wir sehen ganz klar, es ging um sowas wie eine neue Mondlandung für Deutschland. Wir müssen jetzt quasi den Sprung, den Anschluss schaffen. Und in deinen Papern, die du ja, diese zweite Arbeit jetzt, diese zweite große Arbeit, ist ja sehr, sehr interaktiv auf Twitter auch zu lesen. Auch nochmal, der Link dazu, den findet ihr unter diesem Video jetzt bei YouTube. Das heißt, deine Durcharbeitung all dieser E-Mails kann man dort Stück für Stück nachlesen mit der entsprechenden Quellenwiedergabe. Da sind ganz schöne Kracher drin. Also ich habe mir die Mühe gemacht, das zu lesen. Da gibt es einen Herrn Kölbel, einen besagten, dieser Germanist, der da aus China entsandt wurde, der allen Ernstes in einem Podcast von sich gibt, wörtlich, wir müssen anfangen, nicht auf die Wissenschaft im Westen zu hören. Die Wissenschaft im Westen hat versagt. Ja. Ja, es sei jetzt Zeit, Internierungs- und Quarantänelager nach chinesischem Muster aufzubauen. Das sagt der Mann wirklich wörtlich. Wir haben das Herr Kölbel hat das mit den Internierungslagern nicht gesagt, das hat Herr Mayer gesagt, aber das ist ja letztendlich... Das erste stammt aber von Herrn Kölbel. Also wir müssen anfangen,
der westlichen Wissenschaft nicht mehr zuzuhören. Denn die westliche Wissenschaft hat angesichts der Corona-Krise versagt. Sondern wir müssen von Chinas praktischer Erfahrung lernen. Also ein Mann in unserer Taskforce der Bundesregierung, der für verantwortlich ist, bei uns die Politik zu prägen, ist der Überzeugung, dass wir auf unsere Wissenschaftler nicht hören müssen. Richtig. Böse Zungen können behaupten, das haben wir dann auch erfolgreich nicht getan auf die deutsche Wissenschaft und auf die weltweite gehört. Es ging noch weiter. Herr Bude, Soziologe aus Kassel, prognostiziert die Rückkehr des starken Staates und findet das gut. Das ist kein Geheimnis. Also er geht im Prinzip seit vielen Jahren schon mit gewissen Ideen hausieren. Also ich würde behaupten, Heinz Bude erfüllt in den Deutschen so eine gewisse Sehnsucht. Er ist wahrscheinlich so unser Foucault. Wir haben keinen Foucault, aber wir haben Heinz Bude. Heinz Bude hat auch so schöne Seidenschals. Und es ist im Prinzip so eine Art deutscher Vorzeigeintellektueller. Die Themen sind für mich doch aber etwas grenzwertig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Angst und Folgebereitschaft. Und der Bedeutung von Angst in der Gesellschaft. Und für mich ist ganz klar, dass Herr Bude unter anderem in die Taskforce geholt wurde wegen seiner Spezialisierung auf das Thema Angst und wegen seiner Expertise, wie man mit Hilfe von Angst Folgebereitschaft in der Bevölkerung erzeugt. Jetzt wäre das ja erstmal, also letzter Satz wäre ein entscheidender Unterschied. Es ist ja erstmal in Ordnung, sich mit der Angst zu befassen. Angst ist ein ganz wichtiger Punkt im Kontext dieser Pandemie. Aber du unterstellst ihm ja ganz konkret, dass er nicht dort ist, um zu analysieren, wie diese Angst auf die Menschen wirkt, um sie abzufangen, sie zu verbessern, sondern du sagst, seine Aufgabe ist es, diese Angst zu instrumentalisieren, um die Agenda dieser Taskforce durchzusetzen, namentlich die Rückkehr eines starken Staates, etwas zu machen, was die Deutschen mit offenen Armen begrüßen sollen. Ganz das genau. Geht aus diesen E-Mails so hervor. Ganz genau. Also Herr Kerber hat Heinz Bude dazu geholt, wortwörtlich, so steht es in den E-Mails, für die sozialwissenschaftlich gruppendynamische Komponente. Also wo es letztendlich darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen, weil wir müssen uns ja bewusst machen, das waren Maßnahmen, die es in dieser Form einfach noch nie gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwangsmaßnahmen letzten Endes. Und wie kannst du solche bewerkstelligen? Natürlich nur durch Konsensfindung. Konsens ist hier das Zauberwort. Und Herr Bude wurde im Prinzip in die Taskforce gesetzt, um diesen Konsens zu befördern. Aufschlussreich war ja auch im Rahmen dieser Taskforce von Anfang an die Datenlage, die Projektion, die sogenannten Modellierungen, die man da hatte. Es war ja doch recht, man hat, sagen wir mal, sehr einseitig sich überlegt, welche Verläufe da jetzt sein können. Es wurde sehr auf sehr schlechte Möglichkeiten doch sich konzentriert. Man hat Horrorzahlen an die Wand gemacht. Und so wie ich es verstanden habe, hat man sich ganz klar für ein bestimmtes Modell entschieden. Du weißt mehr daran. Und das wurde dann als wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Genau. Kannst du uns das erläutern? Das ist gut, dass du das fragst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch global gesehen. Es gab damals einen Artikel, das ist eigentlich nur ein Blogartikel gewesen, eines Bloggers aus dem Silicon Valley. Dieser Blogger hieß Thomas Pueyo. Und das Interessante an dieser Person ist, es ist kein Wissenschaftler. Es ist jemand, der E-Learning-Software vertreibt, ist Manager. Und der Mann hat einen Blogartikel geschrieben mit dem Titel The Hammer and the Dance. Und das Konzept daraus, Hammer and Dance, ist so einflussreich geworden, dass es die Innenpolitik, kann man sagen, fast sämtlicher Länder im Westen beeinflusst hat. Und zwar besagte dieses Konzept Hammer and Dance, dass man erstmal mit einem Hammer auf eine wie auch immer geartete Pandemiesituation draufschlägt. Das ist dann der Lockdown, ganz genau. Also der Hammer ist sozusagen eine schöne Metapher für Lockdown. Und Dance, eine noch schönere Metapher, steht dann für Überwachung. Und die Überwachung, so war dieses Dogma, sollte dann an den Hammer anschließen. Folgen. Also das Testen und das Quarantäne einhalten. Genau, die Kontaktsuche und das Testen. Also das haben sie dann so schön beschrieben mit dem Tanz. So. Und dieses Konzept, wo man sich eben fragt, erstmal, warum ein Silicon Valley-Blogger, der E-Learning-Software betreibt? Hallo, Interessenkonflikte? Der Mann hat natürlich im Lockdown besser verkauft. Selbstverständlich. So, dann warum wird ein Artikel von einem Nicht-Wissenschaftler, Nicht-Epidemiologen auf einmal konstitutiv für die Innenpolitik ganzer Länder? Warum war er wichtig für die kanadische Innenpolitik, für die niederländische Innenpolitik, für die Innenpolitik in UK und Australien? Und alle folgen diesem Konzept, dass eine nicht-pharmazeutische Intervention wie ein Lockdown, für den es keinerlei Vorgeschichte in der Pandemiebekämpfung gibt, dass das auf einmal die Ultima Ratio ist, die von der WHO bereits nach 10 Tagen gelobt wird, wo man rein empirisch noch gar nicht feststellen kann, ob dieser Lockdown überhaupt wirkt. Das bedeutet, Hammer und Dance
ist in das Strategiepapier unserer Bundesregierung eingeflossen, die uns immer wieder erzählen möchte, oder unseres Innenministeriums, die uns immer wieder weismachen möchte, sie beruft sich auf die beste verfügbare Forschung. Und das ist nicht der Fall, wenn man einen Blogger zitiert und noch dazu die Quelle nicht kenntlich macht. Es war natürlich völlig klar, dass es sich auf diesen Artikel bezog, denn das Strategiepapier kam am 22. März raus und der Artikel dieses Bloggers am 18. März. Ein Schelm, der Böses denkt. Ein Schelm, der Böses denkt. Das wird ja auch ganz, ganz klar benannt. Also im Strategiepapier ist Hammer und Dance eines der drei Szenarien. Es ging ja bis zu Herrn Drosten, glaube ich, der das Ganze auch in seinem Podcast dann weiter verbreitete. Also 2 Monate später. Aber genau daraus kann man auch ablesen, dass Herr Drosten von den Inhalten dieser Taskforce ganz stark beeinflusst wurde. Herr Köbel hat mir damals in privaten Gesprächen, ich habe manchmal ihn so ein bisschen per Chat auf gewisse Dinge angesprochen, hat mir dann mitgeteilt, das hat er auch öffentlich gesagt, also gibt es auch Tweets von ihm von, dass Herr Drosten innerhalb der Taskforce sozusagen umgekippt wurde. Er war vorher für Herdenimmunität und danach nicht mehr. Das kann durchaus stimmen, weil Herr Drosten hat ja am Anfang immer gesagt, das ist eine Erkältung. Und dann irgendwie ab April, Mai hörte sich das dann ganz anders an. Das heißt, da kann durchaus was Wahres dran sein, dass er innerhalb dieser Taskforce quasi die Ausrichtung gebrieft bekommen hat, wie er sich jetzt zu verhalten hat in der Öffentlichkeit. Also was die offizielle Windrichtung ist, nach der er sich zu richten hat. Das sind alles wenig beruhigende Zusammenhänge, aus meiner Sicht zumindest. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist das Endgame, was ist das Ziel dieser Sache, wo will diese Taskforce hin? Da gibt es ja eine recht aufschlussreiche Aussage einer Journalistin, die ich auch erst durch dich jetzt kennengelernt habe, oder eine Journalistin, die wohl für verschiedene Interessensgruppen, für Wirtschaftsstiftungen arbeitet, eine Frau, Denise Feldner. Die hat, wenn ich es richtig sehe, ein Interview gegeben und sprach davon, dass wir uns auf ein Leben mit einer Pandemie, mit wirklich dieser oder einer anderen einrichten sollen. Mit der Pandemie. Mit der Pandemie im Allgemeinen. Die allumfassende, uns umgebende, immer dawährende, hoch sei sie gelobte Pandemie. Passt ja ins Bild. Das heißt, die Pandemie wird nach den Konzepten dieser Damen und Herren nie enden und soll auch nie enden. Ganz genau. Das ist sehr, sehr gut, dass du auf Denise Feldner zu sprechen kommst. Das ist eine Danke. Frau, die, ja, das ist mir sehr wichtig. Das ist eine Frau, die tatsächlich sehr, sehr stark bislang unter den Radar gefallen ist und das sollten wir schleunigst ändern, denn Frau Feldner hat das Innenministerium genauso beraten wie die anderen Herren, die ich bereits aufgezählt hatte. Sie ist allerdings keine Autorin des allerersten, des Strategiepapiers gewesen. Sie ist eine Autorin aller weiteren Papiere gewesen, die dann später im Innenministerium erstellt wurden, weil wir müssen uns ja bewusst machen, diese Taskforce war konstitutiv für unsere Innenpolitik. Punkt. Das können wir aus den politischen Entscheidungen ablesen, weil die sich nach diesen Papieren richteten. Also in den Papieren steht im Prinzip drin, was die Politik danach uns irgendwie durch die Blume verkaufen wollte und verkauft hat. Frau Feldner ist Strategic Lead Advisor von Crowdhelix. Crowdhelix ist ein Think Tank für die vierte industrielle Revolution. Vierte industrielle Revolution, was bedeutet das? Also die vorangegangenen industriellen Revolutionen kennen wir alle, die muss ich nicht erklären. Die Menschen, die von der vierten industriellen Revolution überzeugt sind, glauben, dass wir an einer großen Schwelle stehen. Das hat viel auch mit dem bereits erwähnten Transhumanismus zu tun, über den wir vorhin schon sprachen. Die Schwelle wozu? Die Schwelle zu einem, wenn wir wollen, eigentlich in einem völlig neuen Menschenbild, in einer völlig neuen Gesellschaft. Also Frau Feldner spricht in diversen Interviews, die es von ihr gibt, von einer Transformation, einer Umgestaltung der Gesellschaft, in der Technik eine allgegenwärtige Rolle spielen wird, wahrscheinlich mit viel, viel mehr Homeschooling. Wir werden viel, viel mehr mit den Geräten verbunden sein und die Geräte mit uns, der gläserne Bürger und so weiter. Und für Frau Feldner ist das, sie nennt sich auch Tech-Enthusiastin. Also gut. Kann man ja erstmal sein. Kann man erstmal sein, oder? Kann man erstmal sein, selbstverständlich. Das Problematische an Frau Feldner ist, dass sie im Prinzip in diesem Transformationsprozess Demokratie für entbehrlich hält. Das ist natürlich nicht etwas, was sie jetzt ganz offen auf dem Silbertablett präsentiert, aber das lässt sich sehr, sehr gut aus ihren Texten herauslesen. Frau Feldner sagt beispielsweise, dass China aufgrund des Überwachungsstaates sehr, sehr gut angepasst sei auf dieses neue Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Das heißt, für sie ist China nachweislich ein Vorbild für ganz diese genau. Zeit, die dort kommt. Ganz genau. Das haben wir Wort und Bild von ihr so. Ganz genau. Überlegt. Und auch, dass die Masken bleiben werden, dass wir uns in Zukunft auch kulturell an Asien werden orientieren müssen, denn die sind einfach viel zivilisierter als wir. Ihr Verhalten ist besser in der Gesellschaft.
sie halten Abstand voneinander, ja, sie sind viel besser erzogen. In Asien hält man Abstand, ja, und wir ungehobelten, barbarischen, unzivilisierten Europäer können da einfach noch sehr, sehr viel lernen. Und selbstverständlich, wenn wir uns dann so verhalten würden, dann wären wir auch viel, viel besser vorbereitet auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, das vor uns liegt. Und Demokratie ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Es mag halt sein, dass wir uns die in diesem Prozess dann langsam nicht mehr leisten können. Herr Schwab hat an einer Stelle auf das Globalismus-Trilemma hingewiesen. Das ist ein Buch von Dani Rodrik. Das Trilemma besagt, freier Welthandel, Nationalstaaten und Demokratie können nicht gleichzeitig existieren. Das Trilemma ist erstmal eine Theorie, die das einfach nur konstatiert. Was diese Menschen daraus ableiten, ist aber quasi eine Art Entschuldigung dafür, dass in einem Transformationsprozess möglicherweise die Demokratie hinten runterfallen wird, weil es ja da leider dieses tückische Dilemma gibt und man eben leider in diesem Transformationsprozess nicht alles mitnehmen kann. Oh, Nationalstaaten wollt ihr behalten? Gut, können wir nicht abschaffen. Freien Welthandel wollen wir behalten, so als Globalisten, können wir nicht abschaffen. Also was ist entbehrlich? Die Demokratie. Und das ist das wirklich Gefährliche an diesen Leuten. Frau Feldner hat das Innenministerium schon seit vielen Jahren beraten und Frau Feldner wartet eben auf diesen besagten Sputnik-Moment für Deutschland, wortwörtlich. Nochmal zur Erinnerung, wir haben tatsächlich von ihr, ist ein Podcast, glaube ich, in dem Fall, also ein Video-Interview mit ihr, wörtlich die Äußerung, ein Leben mit der Pandemie werden wir uns auf Dauer, daran werden wir uns auf Dauer gewöhnen müssen, ob es nun diese oder eine andere Pandemie ist. Ist belegt und auch all das andere, was zum Teil, ich muss es sagen, recht unglaublich klang, was du uns gerade erzählt hast, ist in diesen besagten Unterlagen, die Links sind, haben wir im Netz, für jeden einsehbar, die Quellen sind für jeden einsehbar. Und das Ganze ist also nicht auf deinem Mist gewachsen, sondern du hast dir die Mühe gemacht, das für uns zusammenzutragen. Und tatsächlich ist jeder einzelne Satz belegt. Die Stunde ist verflogen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Bei all dem, was wir gerade gehört haben, und vieles davon ist nun wirklich, um es mit Herrn de Maizière zu sagen, beunruhigend. Die Wahl steht kurz bevor, die Bundestagswahl. Was können wir tun? Hast du eine Prognose? Wird es besser, wird es schlechter nach der Wahl? Können wir tatsächlich gut Einfluss nehmen? Was ist deine Schätzung? Wie geht es danach weiter? Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass die Daumenschrauben angezogen werden nach der Wahl. Selbstverständlich möchte vor der Wahl niemand den Boomern und Spielverderber spielen. Ich persönlich habe keine großen Ambitionen und Hoffnungen in Bezug auf diese Wahl. Ich wurde schon öfters nach einer Wahlempfehlung gefragt. Ich bin einfach wirklich schlichtweg überfragt. Ich glaube, in dieser Wahl kann man wirklich nur wie zu DDR-Zeiten die Blockflöten wählen oder die Bösen. Ich sehe für mich momentan eigentlich nur die, ja, vielleicht die Option, den Stimmzettel ungültig zu machen, aber das ist eine rein persönliche Entscheidung. Harte Worte, aber ich kann den Standpunkt nachvollziehen. Auch ich werde mir eine Wahlempfehlung verkneifen. Danke dir sehr, sehr herzlich für eine sehr spannende Stunde, die, ich glaube, doch vielen Menschen neue Aspekte gezeigt hat, die ich sehr bei aller Komplexität auch sehr unterhaltsam fand. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, dass du heute Abend bei uns warst. Danke euch, dass ihr eure Zeit investiert habt. Ich danke euch auch, wenn ihr nochmal auf 201.live eine Spende eventuell überlegen wollt und uns natürlich auch, und Entschuldigung, die habe ich euch unterschlagen, Fragen stellen wollt. Und tatsächlich haben wir auch noch einige, nehmen uns auch die Zeit, die noch zu beantworten. Mein Fehler, dass ich erst zum Ende der Sendung aufkomme. Ich sehe gerade, ob Aya ein Instagram-Account oder Ähnliches hat. Das darf ich direkt beantworten, weil wir ja deine sozialen Accounts verlinkt haben unter unserem Video. Da findet ihr alle Möglichkeiten, Aya zu folgen. Es fragt Susudio, mich würde interessieren, wie Aya darauf kommt, dass Ralf Ludwig kontrollierte Opposition ist. Humane Bots, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Sind eigentlich zwei Fragen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen staffeln wir es ein bisschen. Ralf Ludwig, ein Mann aus der Querdenker-Szene, ein Rechtsanwalt, der da sehr aktiv ist, der wurde von dir als kontrollierte Opposition bezeichnet im Internet. Kannst du uns kurz erklären, warum, oder sprengt es den Rahmen völlig? Ich glaube, das sprengt den Rahmen völlig. Das wäre eine extra Sendung. Also im Prinzip die Netzwerke rund um Querdenken, die Basispartei und den Corona-Ausschuss aufzudecken, wäre ein Block für sich, der natürlich indirekt ein bisschen mit diesem ganzen Thema hier verknüpft ist, denn was diese Papiere hier, vor allem dieses hier, nahegelegt hat, ist, dass riesige Budgets für die Verhinderung von Fake News bereitgestellt werden sollen und ein bisschen kodiert in diesen Texten, dass eine Art von Social Engineering der Gesellschaft stattfinden soll. Das heißt, dass sozusagen bestimmte Gruppen ganz konzentriert in bestimmte Richtungen gedrängt werden sollen. Und die Opposition als nicht legitim darzustellen, indem man bestimmte Gruppen mit Desinformation füttert, ist eine Herrschaftsmethode.
Das müssen wir uns bewusst machen. Es geht auf Lenin zurück, glaube ich, der Begriff ganz der genau. kontrollierten Opposition. Wenn man die Opposition beherrschen möchte, muss sie einem selbst gehören. Aber um es abzukürzen oder um der Sache gerecht zu werden, es wäre jetzt nicht sinnvoll, dass wir in der Kürze der Zeit den Komplex auch von Herrn Ludwig anreißen, dem ich jetzt hier explizit nichts unterstellen will. Es gibt diese Haltung von dir, dass es so sei. Vielleicht widmen wir uns in einer anderen Sendung diesem Thema nochmal speziell, aber es würde der Sache jetzt nicht gerecht werden, in einer Minute das kurz zu paraphrasieren. Die Aussage stimmt so. Das Thema ist komplex. Ganz kurz, humane Bots, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Du hast es, glaube ich, aus meiner Sicht verständlich erklärt. Bot heißt nicht, dass es sich notwendigerweise um eine Maschine handelt, sondern Bot bezeichnet einen Fake-Account. Genau. Richtig? Ja, also es geht im Prinzip um Fake-Kommentarschreiber im weitesten Sinne und da gibt es eben diese zwei Möglichkeiten. Also Personen, die im Auftrag handeln, die eine Agenda verfolgen und mehr als Propaganda-Instrument. Also kann das auch ein Mensch sein. PR-Kommentarschreiber kann man auch sagen. Fake-Kommentarschreiber, chill. Okay, also der Bot ist keine Maschine, er kann auch ein Mensch sein. Nick fragt, warum veröffentlichen Menschen wie Schwab ihre Visionen oder Pläne? Riskieren sie damit nicht, dass die Menschen verstehen, was jetzt passiert? Da fällt mir spontan jemand ein, der hat seine Pläne auch vorher veröffentlicht. Das hat leider trotzdem geklappt. Womit ich nicht sage, dass das mit Herrn Schwab zu tun hat. Es gab schon sehr, sehr viele andere, die diese Analogie aufgestellt haben. Das ist im Prinzip ja auch eine Werbebroschüre. Also dieses COVID-19 and the Great Reset, das ist erstmal sehr, sehr kurz, das liest sich sehr gut, es ist wirklich sehr schnell durchgelesen. Und im Prinzip hat man gar nicht das Gefühl, dass da jemand eine große, böse Agenda an die Wand malt, sondern Herr Schwab versucht uns eigentlich diese Vision von sich selbst zu verkaufen und uns nahezulegen, dass die Welt ja dann viel besser wird, weil wir dann alle viel rücksichtsvoller sind, weil dann Unternehmen Umweltstandards einhalten, weil sozusagen den Interessen jeder noch so kleinen Splittergruppe Das heißt, die verstecken nichts, weil sie gar nicht meinen, sie müssten was verstecken. Nee, sie halten sich für die Guten. Ich weiß nicht, wie konsequent das ist, wenn er sich im Spiegel in die Augen schaut. Ich glaube, diesen Leuten ist vielleicht auch bewusst, dass da noch eine andere Seite mitschwingt. Goethe meinte ja schon, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das ist ein sehr viel schmeichelhafter Vergleich für ihn. Es mag Menschen geben, die sich darin gefallen. Gut, wir können also unterstellen, du sagst, er hat da kein Schuldbewusstsein oder diese Menschen handeln das aus Überzeugung. Das Buch ist ganz soft. Also wenn man jetzt COVID-19 in The Great Reset durchliest, da muss man sehr, sehr viel zwischen den Zeilen lesen, um im Prinzip das Abgründige oder das Monströse an dieser Vision wirklich zu erfassen. Deshalb kann er damit ja auch einfach so nach draußen gehen. Es ist im Prinzip wirklich eine Werbebroschüre. Er versucht hier mitzuteilen, ich bin einer von den Guten. Vielleicht passt auch dazu, was A, klein a, schreibt. Das ist nur ein Kommentar, sagt zum Thema Veröffentlichung. Eventuell verlassen sich diese Menschen ja auch darauf, dass nur eine sehr kleine Minderheit der Menschen so lange und umfangreiche Texte durchliest und es damit sozusagen untergeht, weil sie keine Muße dafür haben. Absolut. Sie gefallen sich auch darin, gewisse Dinge vorher anzukündigen. Und es freut sie sehr, dass der Pöbel zu blöd ist, das zu verstehen. Eine letzte Frage, denke ich, passt noch rein. Nick fragt, wie kommt Big Tech ins Spiel? Als Treiber oder nur als Handlanger? Ich glaube, du hast das kurz angerissen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein kleines bisschen ausführen. Also im Prinzip skizziere ich ja ein neues Machtkonglomerat, das aus Big Tech, Big Pharma und letztendlich neuen Mächten wie China besteht. Und Big Tech ist sozusagen einer dieser Kulminationspunkte von Macht und Kapital. Vielleicht ein paar Namen dazu. Was stehen wir unter Big Tech? Das sind also Google, Apple, solche Firmen. Genau. Also da gibt es auch ein Think Tank namens Trinity Challenge. Da haben sich eigentlich alle großen Tech-Unternehmen auf eine gemeinsame Kommunikationspolicy geeinigt. Und sich eben auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die besagten bösen Fake News geeinigt. Da sitzen unter anderem eben auch Google, Facebook und so weiter drin. Was vor wenigen Tagen dazu führte, dass Facebook 150 Accounts von sogenannten Querdenkern löschte. Aber nicht Markus Heinz. Nicht Markus Heinz, auch andere nicht. Dass auch der Journalist Boris Reitschuster, den wir hier sehr herzlich grüßen, der mit seiner herausragenden Arbeit immer wieder Fakten ans Tageslicht bringt, auch ständig zensiert, erleidet bei Google, bei YouTube, bei Facebook solche Zensuren. Und wir selbst sind auch gerade auf diversen dieser Plattformen unterwegs. Das heißt, die Frage ist, wie lange wir noch unterwegs sein können bei YouTube und bei anderen.
Damit sind wir dann doch beim Ende. Ich danke euch ganz herzlich für die Kommentare, für die Fragen. Ich hoffe, dass es uns noch länger gibt. Ich bin gespannt, ob dieses Video lange bei YouTube überlebt. Wir werden es sehen. Schön, dass ihr es jetzt schon gesehen habt. Wenn es denn dort runtergenommen werden muss, dann werden wir Alternativen finden. Dann gibt es demnächst unseren Rumble-Kanal. Auch da helft ihr uns natürlich. Und ihr seht mir nach, dass ich es immer mal wieder sagen muss, wenn ihr eine kleine Spende für uns übrig habt, um all das zu finanzieren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ah ja, jetzt nochmal endgültig. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst vielleicht nochmal wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Sehr gerne. Nächstes Mal nehmen wir den Ludwig auseinander. Das hast du jetzt gesagt. Ich mache mir die Aussage nicht zu eigen. Das siehst du mir nach. Und wünsche euch allen einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das ist die Gefahr.